Guten Morgen! Heute gibt es wunderbare Nachrichten und davon sogar gleich zwei Stück. Lehnt euch zurück und genießt die menschliche Entwicklung im Sekundentakt. Nachdem die WHO vor 2 Monaten ja bereits endlich offiziell den gesundheitsschädlichen Aspekt von Fleisch hervorgehoben hat, ziehen nun die deutschen Apotheken nach. Eine befreundete Apothekerin hat mir gesagt, dass im Rahmen einer Weiterbildung darauf sensibilisiert wurde, die Menschen auf die Gefahren von Fleischkonsum, hier in allererster Linie natürlich immer rotes Fleisch gemeint, das heißt, ja, der geliebte Sonntagsbraten, Steaks, Bratwürste, eben darauf hinzuweisen. Ich habe nun gleich im Internet recherchiert, ob man dafür auch irgendwo ein offizielles Statement findet oder ob das einfach nur ein engagierter Apotheker im Rahmen einer Schulung an seine Kollegen weitergegeben hat. Und tatsächlich habe ich im offiziellen Gesundheitsportal der deutschen Apotheker ApoNet einen entsprechenden Hinweis auf ein Umdenken gefunden. Dort heißt es O-Ton. Dagegen sollen gesättigte und tierische Fette sowie rotes Fleisch die Ausnahme sein. Wo also früher für Fleisch geworben wurde und dass nur Fleisch groß und kräftig macht, wird heute nicht aus moralischer Sicht, soweit sind wir zweifelsohne noch nicht in Deutschland, aber aus gesundheitlicher Sicht sich ganz klar positioniert, dass Fleischkonsum ungesund ist. Man erkennt das auch wunderbar an den Formulierungen in den letzten Jahren, wenn es um den Fleischkonsum geht. Vor ein paar Jahren ging es los, dass übermäßiger Fleischverzehr nicht zu empfehlen sei. Dann wurde nachjustiert und das Fleisch zwar immer noch als gesund, aber in Maßen zu sich genommen werden sollte. Dann wurde gesagt, ja, ein, zweimal die Woche, das ist noch vollkommen in Ordnung mit dem Fleisch. Wahrscheinlich immer noch mit dem Blick auf den Sonntagsbraten, quasi der Höhepunkt der Familienkultur in der Nachkriegszeit. Ja, und nun ist man dann innerhalb weniger Jahre an den Punkt gekommen, dass das Fleisch in der Ernährung generell nur die Ausnahme sein sollte. Wenn ich das vergleiche mit den jahrzehntelangen Ringen und Klagen der Zigarettenindustrie und der Geschädigten, bis man dann endlich soweit war, die Raucher und auch die Nichtraucher gleichermaßen zu schützen, so muss man doch hier ganz eindeutig attestieren, dass das Informationszeitalter, insbesondere mit der Verfügbarkeit des Internet, hier tatsächlich seinem Namen alle Ehre macht. Weiterhin, seit dem 1. Januar gilt in Amerika die Tierquälerei als schweres Verbrechen, wo es bis Ende letzten Jahres im sogenannten Crime Report unter Verschiedenes geführt wurde und entsprechend auch milde bestraft, wird es nun vom FBI als Typ A Verbrechen geführt, welches mit Crimes Against Society bezeichnet wird, also Verbrechen an der Gesellschaft, und damit als schweres Verbrechen eingestuft wird und hart bestraft wird seit 1. Januar 2016. Auch hier ist natürlich immer noch Luft nach oben, da viele Nutztiere von dieser Regelung noch ausgenommen sind. Aber schon jetzt lässt sich natürlich eine Unterscheidung zwischen Nutztieren und Haustieren moralisch nicht rechtfertigen und schon gar nicht nach objektiven Fakten wie Intelligenz oder Leidensfähigkeit. Entsprechend ist es auch hier nur eine Frage der Zeit, bis das Tierschutzgesetz auch entsprechend ausgeweitet wird. Man muss ja auch immer bedenken, dass da eine Milliardenindustrie dahinter steckt und jeder Schritt hin zum Tierschutz muss hart erarbeitet werden. Gemessen an diesen Fakten bewegen wir uns in den letzten Jahren quasi in Lichtgeschwindigkeit. Und gerade mit den gesundheitlich negativen Folgen des Fleischverzehrs und der damit einhergehenden Einschränkung der Lebensqualität der Menschen, die ja reihenweise an Herzinfarkten, Schlaganfällen und Krebs sterben, die allesamt durch eine tierische Ernährung ausgelöst bzw. katalysiert werden, steigt natürlich die Dynamik noch weiter an. Und es ist unverkennbar, dass wir uns in einer exponentiellen Wachstumsphase, was die geistige Evolution dann damit die pflanzliche Ernährung angeht, befinden.
Diese These des exponentiellen Wachstums wird unterstützt durch die Wachstumszahlen der Vegetarier in Deutschland, die von 2009 bis 2014 ebenfalls exponentiell verlaufen ist. Zu vegan habe ich leider keine Zahlen. Wo ich 2014 angefangen habe, vom Fleischkonsum auf vegane Ernährung umzustellen und gemerkt habe, wie toll sich das anfühlt und vor allem wie einfach das mittlerweile geworden ist, hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, was ich innerhalb eines Jahres alles tut. Eine derartige rasante Entwicklung der Menschheit ist einfach nur ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir langsam erwachen. Und das meine ich durchaus spirituell, auch wenn ich weiß, dass einige mit diesen Begriffen Spiritualität und so weiter negative Assoziationen verbinden. Natürlich, absolut gesehen von einem idealistischen Standpunkt, kann man sich immer noch hinstellen und unzufrieden sein. Geht noch besser. Aber realistisch betrachtet kann es eigentlich gar nicht viel besser laufen. Auch die Verschwörungstheoretiker, meine ganz besonderen Freunde, die ja sowieso die Macht nicht bei den Menschen sehen, sondern irgendwo in einer Gruppe auserwählter, machthungriger Personen, werden Lügen gestraft. Hier entwickelt sich gegen die bestehende Wirtschaft, gegen das Geld, ausgehend von einer menschlich-geistigen Evolution, ein neues Zeitalter des Mitgefühls und der Nächstenliebe. Klar wird sich die Wirtschaft anpassen und hat es auch schon getan, und das Machtstreben und die Vermehrung des Reichtums wird auch noch lange Bestand haben. Aber es zeigt sich eindeutig, dass wenn sich die Menschen geistig entwickeln, sie nichts aufhalten kann. Kein Unternehmen und keine Verschwörung. Und dass die Politik, welche die institutionelle Umsetzung des menschlichen Willens ist und damit auch die praktische Realisierung all dieser positiven Entwicklung von vielen Menschen kritisiert wird, weil sie eben Kompromisse machen muss und nur dem Durchschnittswillen bedienen kann, ist auch nur zu belächeln und zeigt nur, wie viel Potenzial wir Menschen noch haben, wenn wir endlich aufhören, alles und jeden die Schuld zu geben an den Dingen, die subjektiv wahrgenommen falsch laufen, und anfangen, uns selber zu entwickeln als Mensch, dann entwickelt sich auch alles andere. Gerade im Informationszeitalter, wo Veränderungen viel intensiver wahrgenommen werden und verarbeitet und verbreitet werden. Also habt Mut zum Optimismus und verändert Euch und seid Euch gewiss, es wird wahrgenommen und es hat einen Effekt. Jeder Mensch, der zwei andere Menschen mit seiner Veränderung positiv beeinflusst, löst eine unglaublich exponentielle Kettenreaktion aus. Der Mensch, Du hast die Kraft und die Energie, diese Welt zu verändern. Du musst es nur tun, nicht darüber nachdenken, tun. Ja, diese Woche ist es wieder soweit. Am Donnerstag gibt es wieder den Live-Talk mit mir. Wer Lust hat und mit mir persönlich reden oder zuhören möchte, wie dies andere tun, muss nichts weiter machen als am Donnerstag 20 Uhr auf meinen Kanal zu klicken. Die Themen werden wieder komplett von Euch bestimmt und ich bin gespannt, was mich diesmal erwartet. Für diejenigen, die mich neu abonniert haben, der Verweis oben auf das Tutorial in den Infokarten, was ihr braucht, um mich anzurufen. Kurzversion Google Chrome und Google Hangout. Und ja, morgen gibt's das Rezept für meinen derzeitigen Favoriten in der Rohkost, die fettreduzierten Grünkohlchips. Ich freue mich auf Eure Kommentare zum heutigen Video und bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit, denn wie mir mein YouTube Analyse Tool sagt, schauen nur 66% der Zuschauer meine Videos wirklich bis zu Ende. Also dann, wir sehen uns dann wieder in den Kommentaren oder morgen. Euer Christian. Tschüss.